Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und hört ihr es? Hört ihr den Atem der Wildnis? Ach ja, ach ja. Wir sind hier stehen geblieben und wollten uns noch ein wenig hier auf dem vergessenen Plateau umschauen, bevor wir uns dann aufmachen in Richtung Kakariko. Denn es gibt sicherlich noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel Feinde. Muss ja sein, ne? So. Auch würde ich gerne noch etwas mehr kochen. Ganz ehrlich, wir haben einige Zutaten gefunden, aber es gibt sicherlich noch deutlich Besseres zu finden. Und seht mal hier. Man kann die Köpfe hochheben. Ja, blöd gelaufen, was? Böse Skelette. Ja, ein bisschen mehr kochen, ein bisschen mehr herausfinden. Jetzt gibt es sicherlich noch deutlich bessere Rezepte als die, die wir gefunden haben. Machen wir auch gleich, aber zuallererst einmal, seht mal da vorne. Sehe ich da etwa ein potenzielles Wildschweinopfer? Ja, mit dem Bogen haben sie keine Chance. Gut zu wissen. Und ein bisschen Wildfleisch. Und noch ein weiterer Hyrule-Pilz. Ich sag, es gibt so viel zu entdecken, daher ist es eigentlich zu schade, jetzt schon weiterzulaufen. Sehe ich da was auf dem Baum liegen? Ich sehe was auf dem Baum liegen. Eine Eiche. Genauso gibt es hier noch irgendwo, Moment, das habe ich ganz übersehen. Da musste ich vorhin nochmal dran denken. Es gab hier irgendwo diese große Steinsäule. Oh, seht mal da. Hügel und Hauer, nehmen wir alles mit. Aber seht mal hier. Und da ist die Steinsäule übrigens da hinten. Aber was ist das denn? Aha. Ein Bernstein. Sehr schön. Tja. Diese Bombenpfeile scheinen... Uah. Damit eigentlich das Wichtigste zu sein, um gute Geheimnisse zu finden. Ganz viele Eicheln. Ab nach oben. Ah, sieht man hier. Aha. Zwei Eier. Lecker Eiweiß, stärkt die Muskeln. Genau das Richtige für uns. Und wie gesagt, einmal hier hinten auf zur Steinsäule. Verzeiht mir, wenn ihr jetzt hier an der Stelle... Haben wir hier vielleicht die Kiste drin? Ah, sieht nicht so aus. Verzeiht mir, wenn ihr jetzt lieber direkt weitermachen würdet und das Plateau verlassen würdet, aber ich finde, es gibt einfach noch zu viel zu entdecken. Dementsprechend lassen wir uns auch die Zeit. So, hier diese Säule, seht mal. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber da kann man sicherlich auch hochklettern. Die ist ja auch nicht umsonst da. Könnte zwar etwas knapp werden, aber ich denke mal, das schaffen wir. Okay, es könnte sehr, sehr knapp werden. Schneller! Boah. Aber knapp. Na gut, 10 Holzpfeile. Besser als gar nichts.
Oh, sieht mal, da unten ist der Turm, der da wahrscheinlich zum nächsten Gebiet gehört. Das Parasegel ist echt super. Wird sicherlich noch der zentrale Gegenstand schlechthin. Ich meine, es macht ja eigentlich den Fallschaden nahezu unmöglich, wenn man daran denkt, immer das Parasegel zu ziehen. Ist echt super. Wobei, wisst ihr was? Ich finde es beinahe traurig, dass jetzt der alte Mann weg ist, also der König von Hyrule, dass der jetzt verschwunden ist. Und generell, was war das bitte für ein Dreher in der Handlung? Echt verrückt, oder? Und ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste weder, dass wir der gleiche Zelda sind. Ach Quatsch, der gleiche Zelda, genau. Ne? Zelda ist die Prinzessin, Entschuldigung. Ich hätte niemals gedacht, dass wir einfach nur 100 Jahre aufgrund einer Verletzung geschlafen haben. Und es ist immer noch das gleiche alles ist. Ich dachte, wir wären vielleicht ein anderer Held, der jetzt alles retten muss, aber dass wir genau der gleiche sind, der damals Zelda beschützt hat. Also es ist echt verrückt. Ja, und ohne den alten Mann ist es ganz schön leer hier. Ziemlich leer sogar. So. Tut mir leid, lieber Vogel. Und einfach nur zwei Geflügelkeulen. Das ist so brutal. Das ist so brutal, Leute. Joa, hinten hat jetzt kein Lagerfeuer gebrannt, deshalb habe ich da jetzt mal nichts gekocht. Das könnten wir auch im Notfall dann beim nächsten Lagerfeuer machen. Und hier im See haben wir auch noch gar nicht nach einer Kiste gesucht, oder? Das ist wieder so ein Baumstamm mit einem Loch, seht ihr das? Aber keine Metallkugel wie hinten. Der wohl irgendeinen Sinn erfüllt. Ich weiß es nicht. Ach, seht mal hier. Da ist er doch. Die dritte Bonuskiste. Tatsächlich. Was haben wir hier? Rhodonit. Ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Und so weiter und so fort. Kennen wir ja bereits. Schön. Damit haben wir alle drei Kisten gefunden. Das schaffen wir. Ich finde es aber wirklich total schön gemacht. Der ganze Artstyle, die Grafik an sich gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier können wir kochen. Seht mal. Okay. Dann wollen wir mal. Nehmen wir mal zum Beispiel drei oder fünf Pilze. Da Interesse halber. Mal ganz einfach, ganz unkreativ, fünf Stück. Ein Pilzspieß. In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben isst das Auge mit. Das ist gut oder schlecht? Ja, was mich da nochmal interessieren würde, was steht denn hierbei? Zusammen mit Monsterzutaten. Das heißt, wir nehmen mal.
Bockblindhorn und Bockblindzahn. Die arme Eidechse. Ah, Spurtmedizin. Der Spurteffekt stimuliert, Entschuldigung, die Nerven, so dass all deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Medizin. Das ist jetzt sehr interessant. Haben wir noch was? Würmchen. Konzentration und Fortbewegung. Als Koch zu sein, füllt es mehr Herzen auf. Nee, wir können einen Apfel nehmen, einen Pilz, einmal Wild und einen Fisch. Grillt, boah. Reichhaltiges Gericht mit saftigem Fleisch und frischem Fisch. Knusprig braun gebraten. 5 Herzen. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal Hyrule. Nee, Hyrule-Gras. Schleichglöckchen. Ausdauerling. Wild. Und eine Nuss. Wildgemüse. Ein denkbar simples pflanzliches Gericht, bei dem einfach nur Kräuter und Gemüse aus dem Wildnis gebraten werden. Klingt aber lecker. Was ist denn, wenn wir mal Wild nehmen? Und 2 Pilze. Das ist ja eigentlich der Klassiker, oder? Leckeres Schnitzel mit Champignons drauf. Fleischspieß mit Pilzen. Üppiger Spieß mit frischem Fleisch und verschiedensten Geschenken der Natur. Geschenken der Natur. Mensch nennt Mensch. Was ist denn mit Fisch und, ich denke mal jetzt einfach so nach, was isst man denn gerne? Fisch mit nussigem Aroma und vielleicht einem Apfel, einem Pilz und noch einem Pilz. Ist wahrscheinlich wieder irgendein Pilzspieß, oder? Ausdauerpilzspieß. Füllt die Ausdauer auf. In diesem simplen Gericht lenkt nichts Pipapo Pipapo. Okay, das kennen wir bereits. Aber mit Ausdauereffekt. Dann mache ich nochmal das hier. Dazu das. Nee. Und so ein Auge. Schleichmedizin. Oh, der Schleicheffekt Level 2. Senkt deinen Puls und lässt dich so unbemerkt in nächster Nähe von Feinden oder Tieren herumschleichen. Mal, ich steck nochmal eine von. Ist schon genial, oder? Also, ich glaube, ich habe eine neue Freizeitbeschäftigung gefunden. Nuss, Nuss. Ausdauer-Dampfpilze. Gesundes Gericht, bei dem Pilze im duftenden Blatt eines Wildkrauts gedämpft werden. Okay, das reicht jetzt mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ganz ehrlich, sollen wir echt schon das Plateau verlassen? Wir können ja immer zurückkehren, ne? So ist es ja nicht. Das lohnt sich tatsächlich. Nichts.
Okay, sehr schön. Ich bin ja vor allen Dingen sehr, sehr gespannt darauf, wann wir die ersten Rubine erhalten. Ich meine, wir sind jetzt schon so lange dabei und haben nicht einen Rubin gesehen. Finde ich aber auch beinahe, ja, herausfordernd, interessefördernd. So lange keine Rubine, keine Währung, bis jetzt alles wirklich nur aufgrund dessen, was wir gefunden haben und ohne Handeln. Ist schon irgendwie verrückt. Also hier würde ich jetzt eigentlich gerne runtergehen. Moment, das hier können wir entfernen. Ich glaube, da müssen wir nochmal hin. Ich meine, ihr müsst wissen, ich kann es ja euch sagen, ne? Meine Freundin spielt das Spiel parallel. Und ich meine, sie hätte da noch einen Krog gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur gestern mal rübergeschielt. Sie saß hier neben mir an ihrem Fernseher, an ihrer Switch. Und ich meine, ich hätte da gesehen, dass sie auf so einem Plateau im Wald war. Und das sieht jetzt gerade genauso aus wie dieses Plateau. Nur mal rein Interesse halber. Und danach können wir dann gerne... die Ebene verlassen. Aber nur wegen euch, ne? Also ich würde doch hier bleiben. Holt die Ausdauer knapp. Oh, es tut mir leid. Okay, ich glaube, man kann Schmetterlinge nicht fangen. Den habe ich weggeschossen. So, ab in den Wald. Wie gesagt, nur mal eine kleine Nachreichung. Ich meine, da wäre noch ein Krog gewesen. Bin mir nicht sicher, aber wir schauen mal. Sieht zumindest genauso aus. Das war irgendwie so eine hochgelegene Ebene. Ich dachte nur so, was? Wo ist das denn? Also auf der Karte sieht es halt genauso aus. Oh, es tut mir leid. Es ist so brutal. Sobald wir runter sind, Leute, hört das auf. Da oben drauf. Ja, das passt. Das müsste es sein. Auf dem Steinturm hier. Na, seht mal. Hui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Boah, fast erschlagen hier. Sogar das haben die eingebaut. Habt ihr das gesehen hier? Höchste Kunst. Was ist mit dem los? Ja, es müssen jetzt ganz schön viele Pfeile sein, oder? Die hier rumliegen. Wir haben eigentlich inzwischen 43. Okay. Also die Kisten zu zerschlagen war, glaube ich, die beste Idee, die ich je hatte. Und sie nicht zu zerschlagen war die dümmste Idee, die ich je hatte. Ah, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ganz schnell. Ist ja nicht so spannend, ihr habt es ja gesehen. Zelda hatte auch das Triforce-Symbol auf ihrer Hand und so weiter und so fort. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so besonders, aber ich fand es sehr, sehr besonders. Deshalb nochmal ganz kurz zurück zur Zitadelle der Zeit.
Das sind wir der Link von damals, der gleiche Link von vor 100 Jahren, der nur zur, ja, Lebensrettung in den Schrein des Lebens gebracht wurde. Das ist dann doch, finde ich, eine sehr, 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 sehr für mich unerwartete Wendung gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Findet ihr vielleicht jetzt nicht so besonders, aber eine Kleinigkeit, die ich auch gerne nachreichen möchte. Das ist hundertprozentig der Hyliasee und die Hyliabrücke. So, eine Kleinigkeit. Da oben, seht ihr es? Das Triforce. Auch hier auf dem Kirche- oder Kathedralengebäude, wie auch immer. Ne? Wollte ich gerne nachreichen, weil ich das nicht gezeigt hatte. Also hier ist auch das Triforce-Symbol hinten drauf versteckt. Aber gut, genug davon. Wir wollen uns jetzt langsam auf den Weg machen. So schwer es mir auch fallen mag. Wow! Er ist einfach zu genial, oder? Da seid mal ehrlich. Haben wir hier eigentlich noch Kisten? Das sieht man da vorne. Die Wiesen sehen so schön aus. Zerschlag die Kisten. Das ist, glaube ich, eine super Idee. So, da sind die Zwillingsberge, zu denen wir gehen sollen. Da ist dann höchstwahrscheinlich die Hylia-Brücke. Ich gehe mal fest davon aus. Der Hylia-See, auch davon gehe ich fest aus. Aber ich denke mal nicht, dass wir unsere beiden Clowns wiedersehen. Aus Twilight Princess. Weil man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Er hat Ganon die Kontrolle über die ganzen Wächter erlangt und über diese großen, ja, Tierwächter sozusagen. Und somit wurden die Wächter der Hylianer, oder ach Quatsch, der Hyruler sozusagen, Hyrulianer, oder? Ja, zu ihrem eigenen Tod. Heftig, heftig. Das erklärt auch, warum wir überall die zerstörten Wächter rumliegen, die so aussehen, als hätten sie die eigenen Häuser und die eigene Stadt angegriffen. Haben sie auch. Unter der Kontrolle von Ganon. Heftig, heftig. So, also hier würde ich gerne runterspringen. Denn hier mit den Fahnen, das sieht so wie ein königlicher Weg aus. Das denn? Ich glaube, ich möchte hier doch nicht runterspringen. Was ist das denn bitte? Königreich Hyrule. Was ist das? Ja. Mann! Was ist das bitte gewesen? Ein Moblin! Dieses Horn hat einmal einen Moblin-Kopf geziert.
Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenige Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Moblin Hauer. Der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen, aber kann zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. Ich glaube, ich bin gar nicht bereit, Leute. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, um ehrlich zu sein. Ich möchte jetzt auch gar nicht stumpf dem Weg folgen. Eine verrostete Hellebarde. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. Ah, haben wir... Na hier, weg damit. Ich hab gesagt, weg damit! Ja, sicherlich nicht die stärkste Waffe. Doch hier wieder große Ruinenfelder. Hyrule Stallruinen. Alles zerstört. Verrosteter Schild. Dieser Metallschild hat wahrscheinlich einmal einem Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Na, wir werden sicherlich noch richtig schöne Ausrüstung erhalten. Ein neuer Bogen. Darf ja nicht wahr sein. Fängt ja super an. Ein Holzbogen. Simpler Holzbogen zur Jagd auf kleineres Wild. Wer damit gegen Monster kämpft, ist entweder extrem mutig oder extrem dumm. Danke. Antikes Zahnrad. Für die Sachen da sind, bin ich auch noch gespannt. Rostiger Zweihänder. Dieses Schwert lag lange im Freien und ist im erbärmungswürdigen Zustand. Erbarmungswürdigen, Entschuldigung. Als Waffe gerade noch zu gebrauchen, aber sehr lang wirst du nicht Freude daran haben. Auch schön gesagt. Ja. Ja, aber Schaden 12 ist jetzt im ersten Moment gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Oh, es tut mir leid. Oh, oh. Tja, so wie dazu. Verrostetes Schild, verrostetes Schwert. Ja, waffenmäßig, 12, nö, brauchen wir nicht. Aber sieht man hier. Roter Rubin, 20 Rubine wert. Im Angesicht seines roten Glitzerns
kannst du dein Glück kaum fassen. Unsere erste Rubine! Ne. Lange hat's gedauert. Und ich sehe weitere Kisten. Verrostetes Schwert, verrostete Hellebarde. Es tut mir leid. Und seht mal hier, ganz viele der Pilze. Ganz viele Spurtlinge. Es ist ja genauso fabelhaft wie auf dem Plateau. Was gibt es hier bitte wieder alles zu entdecken? Bockblinz, die ein Wildschwein jagen. Toller Anblick. Das ist doof. Moment.